So Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video und ich dachte mir, heute machen wir mal ein bisschen was anderes. Mir kam gerade so die Idee, ne, wo ich hier diesen wunderbaren Chiron Sport gefunden habe an der Dubai Mall. Warum machen wir nicht einfach mal so ein Video und gucken mal, wie viele Bugattis wir hier in Dubai finden in 24 Stunden. Weil ich glaube, das sind viel mehr, als man eigentlich denkt, weil hier sind schon echt viele Bugattis in den ganzen Showrooms und auch auf der Straße teilweise. Ihr seht das richtig random jetzt im Endeffekt. Und ich würde sagen, der Anfang macht jetzt dieses Auto hier, der erste Chiron, den wir für heute sehen. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns das Auto mal an und dann geht es immer weiter mit den nächsten Chirons oder Verons, die wir hier so finden. Viel Spaß, Freunde. So, den Anfang macht dann also hier als ersten Chiron für dieses Video dieser dunkelrote Chiron Sport. Ihr seht alles komplett in einer Farbe, also ist keine zweifarbige Ausführung. Und man muss auch bedenken, allein das Kennzeichen, ne, alleine das hat ja schon sehr, sehr hohen Wert. Ich will jetzt nicht sagen unbedingt, dass es mehr wert ist als das Auto, aber könnte gut möglich sein. Zumindest genauso viel. Ja, gucken wir mal, was es sonst noch zu sehen gibt für Verons oder Chirons. So, dann haben wir hier als zweites den Bugatti Divo. In komplett Carbonblau, einer von nur drei gebauten. Natürlich nicht drei gebaute Divos, aber es gibt auf der ganzen Welt nur drei Divos in Vollcarbon, also voll exposed. Wie ihr seht, komplett blau Carbon, blaues Interieur. So, dieser Divo ist hier zu verkaufen. Ich meine, er sagte gerade so um die 9 Millionen oder 10 Millionen US-Dollar umgerechnet. Also, Bugatti Divo Nummer 2. So, Bugatti Chiron Sport in matt-weiß, komplett mit schwarz abgesetzt. Auch eine eigentlich wirklich schöne Konfiguration dann mit diesem sattelbraunen Interieur. Und ihr seht schon diese extrem teure Option, dieses Skylight. Bugatti Chiron Sport, echt schön. Und dann kommen wir direkt zu unserem nächsten Bugatti für den Tag. Ein normalen Chiron, komplett exposed Carbon, also komplett sichtbares Carbon in Rot, dunkelrot. Ich weiß nicht, ob das so gut rüberkommt auf Kamera, aber ich denke mal ja, kann man schon gut erkennen. Wie ihr seht, das ist eigentlich ein US-Spec, kommt also ursprünglich aus den USA. Eigentlich hier wirklich einer meiner Favorites hier in Dubai. Also diese Konfiguration gefällt mir echt super gut. Schauen wir mal weiter. Wenn ich richtig gezählt habe, müsste das jetzt unser fünfter Bugatti sein. Hier haben wir einen Veyron von Mansory und zwar ist das der Linea Vivere. Einer von nur zwei gebauten. Ich würde sagen, gucken wir uns mal an. Ist schon auch ein bisschen länger zum Verkauf hier. Aber meiner Meinung nach wirklich ein sehr, sehr schönes Auto. Schauen wir mal ein bisschen. Das ist also der Linea Vivere, einer von zwei gebauten. Hier in diesem Exposed Carbon, auch wieder dieses Mansory-typische. Hier auf dem Öl- oder Tankdeckel sehen wir dann einmal Vivere. Komplett in matt-weiß als Kontrastfarbe, eigentlich echt schön und clean. Auch die Felgen. Ich muss sagen, ist ein wirklich schöner Spec, gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Könnt ihr mal eure Meinung da lassen, was ihr zu dem Auto sagt, aber ich muss sagen, allgemein wirklich echt schöner Spec. Schauen wir mal einmal rein. Auch komplett schwarz, Carbon und weiß. Ja, wunderbar. Aber abgesehen davon haben wir hier auch noch sowas. Aber Freunde, das gibt es im nächsten Video. Hier haben wir also unseren, boah, ich glaube, fünften. Haben wir unseren fünften mittlerweile. Fünften Bugatti für diesen Tag. Einmal diesen wunderschönen Veyron in weiß mit Chrom.
von innen dieses sattelbraune Leder, sieht einfach richtig schön aus, auch mit den Felgen. Sind eigentlich beim Veyron mit meine Lieblingsfelgen. Dann haben wir hier diesen Vitesse, auch komplett in Carbon, also Exposed Carbon Fiber, in Blau. Ihr seht es wahrscheinlich jetzt so im Licht, kann man es eigentlich ganz schön erkennen. Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher aus dem Kopf, wie sich diese Sonderserie nennt, also dieses Sondermodell nennt, weil beim Veyron hatten ja auch die meisten Autos so einen besonderen Namen. Bin mir jetzt nicht sicher, wenn ich es finde, dann blende ich euch das auf jeden Fall mal ein. Auf jeden Fall auch einfach nur wow. Und ihr seht, hier ist es umgekehrt. Hier sind diese unteren Paneele sind in Chrom. Dann haben wir hier einen OG Veyron, also einer der allerersten. Auch ganz klassisch in diesem Rot mit Schwarz. Ja. Von innen in diesem, ja, das ist, weiß ist es nicht, er ist mehr so ein ganz helles Grau. Aber der Kollege, der hat auch schon ordentlich gelebt, ihr seht auch schon ordentlich Kratzer und so. Aber gut, so ein Auto will ja auch bewegt werden, ne? Bringt ja nichts, wenn er nur rumsteht. Und dann hier neben haben wir unseren zweiten Mansory schon. Ihr seht schon, einen Vincero. Auch komplett in diesem ganz groben Carbon von Mansory. Ich frage mich sowieso immer, wie die das machen. Ihr seht das ganze Auto in Carbon. Und dann haben wir auch von innen, was haben wir denn in Weiß? Ja, mit Weiß macht ja auch nichts verkehrt eigentlich. Ne? Passt eigentlich fast zu jedem Exterieur. Und ihr seht schon hier, auch komplett mit Alcantara. So, aber das war natürlich immer noch nicht alles, denn wir haben hier hinten noch einen Chiron in Weiß, in so einem Perlweiß mit rotem Interieur bzw. rot-schwarz. Auch ein sehr klassischer Spec, muss ich sagen. Rote Bremssättel. Ja, sehr, sehr schön. Also wie gesagt, hier haben wir jetzt schon direkt, wie viel waren es jetzt? 5, ne? 5 auf einen Streich in einem Showroom. Nur um euch mal zu zeigen, wie geisteskrank das eigentlich hier in Dubai abgeht mit den Bugattis. Aber Freunde, das war noch lange nicht alles. So, wir sind also ganz gut auf Kurs. Wir haben hier also noch 3 weitere. Dann haben wir hier einmal einen normalen Chiron, komplett grün Carbon, Chiron Sport und einen, auch noch einen normalen Chiron. Also nochmal 3 Stück auf einmal. Auch hier in so einem relativ kleinen random Showroom, wenn ich ehrlich bin. Er ist leider so ein bisschen eng. Ich guck mal übrigens direkt daneben, auch ein Auto, was mir natürlich sehr bekannt ist, ein GT Rocket. Aber wir sind ja hier, um uns die Bugattis anzugucken. Auch komplett. Finde ich übrigens auch geil, dieses, diese Farbaufteilung, ne? Mit dem Carbon und dann mit diesem blauen Streifen habe ich jetzt auch noch nicht so oft gesehen, wenn ich ehrlich bin. Recht selten, diese Konfiguration. Wie gesagt, hier einmal komplett dunkelgrün, auch mit so einem sattelbraunen Interieur. Passt sehr, sehr gut zusammen. Und nach vorne so einen richtigen, ja, so ein OG Veyron, sage ich mal. Relativ easy der Spec. Sieht schon schön aus. Wir werden jetzt mal versuchen, noch mal von außen so ein bisschen einen Blick drauf zu kriegen auf die Autos. Aber so, wie gesagt, ist ein bisschen laut draußen, ne? Aber kein Problem. Wir gucken uns nur einmal schnell die Chirons von außen an. Weil das so eng im Showroom war, konnte ich jetzt leider nicht viel näher ran. Deswegen müssen wir ausnahmsweise, auch wenn ich das nicht so gerne mache, durch die Scheibe filmen. Aber trotzdem, zu unserem Bugatti-Counter können wir die auf jeden Fall ohne Probleme hinzufügen. Aber das war natürlich noch lange nicht alles. Wir haben noch ein paar vor uns. Wir machen weiter. Let's go!
So, Freunde, für dieses nächste Video muss ich einmal kurz in die Voice-Over gehen, weil die Musik war hier einfach viel zu laut in diesem Showroom. Nummer 14, Bugatti Chiron Pur Sport, hier in diesem ganz klassischen Bugatti Blau. Ihr seht schon richtig schön, auch mit dem passenden Interieur in derselben Farbe und abgesetzt mit Schwarz, also wirklich ganz klassisch, wirklich schöne Konfiguration. Dieses Auto ist hier bei First Motors zu verkaufen aktuell für knapp unter 4,9 Millionen Euro. Und wie ihr schon seht, wir haben hier noch eine ganze Menge wirklich ganz krasser anderer Autos. Video zu diesem Showroom kommt auch demnächst, also bleibt auf jeden Fall dran, ne? Abonnieren, ihr wisst Bescheid. Gehen wir also weiter zu unserem nächsten Bugatti Divo, diesmal in matt French Blue, also dieses typische Bugatti Blau in matt. Diesmal nicht abgesetzt mit blauem Carbon, sondern mit schwarzem Carbon. Ihr seht schon hier an der Seite auch die Farben der französischen Flagge, also ganz klassisch konfiguriert dieser Spec und einer von 40 Stück. Und dieses Auto ist hier bei First Motors momentan zu verkaufen für 10 Millionen Euro umgerechnet. Also wirklich extrem hoher Preis, aber gibt halt auch nur 40 Stück. Aber es geht noch weiter. Dann haben wir hier natürlich ein ganz, ganz wunderbares Auto, mein Favorite eigentlich, Bugatti Chiron Supersport 300 Plus, einer von 30 gebauten. Und was hier besonders ist, das hier ist der allerletzte gebaute Supersport überhaupt, also Nummer 30 von 30. Und daneben haben wir dann noch einen normalen Chiron, aber auch komplett in Blau-Carbon, also die komplette Karosserie in Sichtcarbon, Interieur in Rot und hinten eigentlich das seltenste Auto oder der seltenste Bugatti hier im Showroom. Einer von nur, man ist sich nicht ganz sicher, 8 bis 12 gebauten, 110 Ans-Edition für 5 Millionen Euro. Und dann unser letzter Bugatti für diesen Showroom zumindest, nochmal einen Bugatti Chiron Pur Sport, komplett schwarz abgesetzt mit Blau. Ihr seht schon, passendes Interieur, auch in Blau, sehr, sehr schön. Die 16 vorne im Horseshoe-Grill, bezieht sich auf die 16 Zylinder natürlich. Und ja, dieses Auto ist zu verkaufen für etwas weniger als der andere Pur Sport. Dieses Auto kostet 4,67 Millionen Euro umgerechnet. Und ja, das war's für diesen Showroom. Schauen wir mal weiter, was es sonst noch zu sehen gibt. So, als nächstes sind wir hier bei Luxury Supercar Rentals. Viele von euch kennen den Laden wahrscheinlich auch von TikTok und so. Sehr bekannt eigentlich hier in Dubai. Und die haben jetzt seit neuestem auch ein Chiron. Den könnt ihr ab demnächst mieten. Sehr wahrscheinlich zumindest, oh, hier kann man nicht rum, sehr wahrscheinlich zumindest, denn es ist noch nicht klar, ob der die Versicherung durchkriegt, um als Mietwagen durchzugehen. Aber ich denke mal, die Chancen stehen nicht schlecht. Das heißt, dieses Auto könnt ihr demnächst mieten. Das heißt, der hier wäre unser nächster auf der Liste, Bugatti Chiron. Ah, kann man nicht so gut erkennen. Ne? Auf jeden Fall, der Wagen ist foliert. Hat eigentlich eine andere Farbe, so ein ganz, 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 ganz helles Lila, so fast schon fliederfarben ist der normalerweise, mit chromfarbenen Felgen. Und ja, jetzt auf jeden Fall in diesen Bugatti-typischen Farben, in diesem Blau mit Schwarz, auch diese untere Bereiche in Schwarz finde ich eigentlich ganz cool. Haben wir ja vorhin schon bei anderen Autos gesehen, ist ja auch Bugatti-typisch, diese Farbaufteilung. Und ja. Aber geht natürlich noch weiter. Also man könnte ja meinen, wenn wir Bugatti suchen, dann können wir eigentlich direkt zum Showroom fahren. Und ich bin jetzt auch hier beim Showroom. Allerdings sind die hier wirklich sehr, sehr, wie soll ich sagen, streng. Das heißt, man darf keine Fotos machen, keine Videos machen, nichts, gar nichts. Also reingehen können wir jetzt leider sowieso nicht. Deswegen muss ich jetzt leider so ein bisschen, ja, undercover, auf Undercover angelehnt, aus dem Auto rausfilmen. Denn wir haben da drin einen Chiron. In so einem Goldton. Ich zeige es euch mal. So, man kann es nicht ganz so gut erkennen, aber da haben wir einen Chiron in Gold. Und ihr seht schon da überall Schilder. Ihr seht vielleicht, kann man es erkennen. Keine Fotos, keine Videos und gar nichts. Und ja, zählen wir aber trotzdem dazu, weil ein Chiron mehr auf unserer Liste. So, der Tag ist fast rum und ich denke mal, wir haben unsere letzten zwei Bugattis gefunden. Einmal diesen babyblauen Bugatti Divo in matt, übrigens richtig cool. Matt babyblau mit dunkelblauem Carbon als Akzent. Auf jeden Fall bisher mein
Favorit unter den Divos. Richtig schön. Aber das soll natürlich noch nicht alles sein, sondern unser letzter Bugatti für diesen Tag, neben diesem LaFerrari, ist noch ein Bugatti Divo, schon unser zweiter in Vollcarbon. Das heißt, zwei Stück der drei weltweit in komplett Sichtcarbon haben wir hier in Dubai jetzt gefunden. Beide in Blau. Und auch hier als Akzent das typische Bugatti Blau. Einfach nur unglaublich. Welcher gefällt euch besser? Matt Babyblau oder Vollcarbonblau? Beide hier zu verkaufen. Emirati One. Direkt gegenüber der Dubai Mall. Wahnsinn. Ich denke mal, das war's jetzt auch. Ich blende euch jetzt mal den Counter ein und ihr habt ja wahrscheinlich mitgezählt, wie viele Bugattis wir jetzt insgesamt hatten. Aber es ist schon Wahnsinn, was ihr hier sehen könnt an einem Tag. Okay. Wir machen uns wieder auf den Weg, Freunde. Ja, ich weiß nicht, wo auf einmal dieser Bugatti herkam, aber dieser Chiron Sport in der 110 Anz Sonderedition kommt hier in mattgrau mit matten Sichtcarbon als Kontrast, wie ihr seht. Hier oben schon ein kleiner Lackfehler oder wie auch immer. Bin mir nicht ganz sicher, was hier los ist, Bugatti. Ne? Ist nicht so geil, aber okay. Auch sieht richtig böse aus mit diesem matten Carbon. Ist halt auch empfindlich. Matter Lack ist halt in der Regel relativ empfindlich und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, kommt auch hier sowas zustande, wie so ein Steinschlag oder in der Art. Und ja, auf jeden Fall klassischer Speck in diesem mattgrau bzw. so mattgrafit, schwarze Felgen, Bugatti blaue Bremsanlage. Von innen können wir auch so ungefähr erkennen. Die schwarzen Sitze blau abgesetzt in der Mitte mit den Farben der französischen Flagge. Skylight ist natürlich ganz klar. So sieht das Ganze aus. So, und wie gesagt, gehe ich mal ganz stark davon aus, dass das hier unser letzter Bugatti für heute sein wird. Deswegen, Freunde, war nur so eine kurze Idee, dieses Video. Kam mir so ein bisschen die Idee, ich dachte, komm, wir gucken mal, wie viele Bugattis wir finden können. Ich selber habe schon jetzt mittlerweile die Zahl verloren im Kopf, wie viel wir jetzt insgesamt gefunden haben. Aber entweder habt ihr mitgezählt oder ich blende es euch jetzt natürlich nochmal ein, wie viel insgesamt. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr auch sehen wollt, was hier sonst noch in diesem Showroom so ist, ne? Auf jeden Fall meinen Kanal abchecken, abonnieren. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde. Alles Gute, bleibt gesund und ja, ciao, peace.